Musste da reinlaufen. Ja, das war jetzt halt nicht so pornös. Hi, hi Leute, heute wieder Aufnahme Planet Zeit 2 zusammen mit Epic Killer, wie die letzten paar Mal auch schon. Hi. Und ja, heute machen wir einen kleinen Panzerwaff zu zweit, um mal zu gucken, was die auf Esamir heute so drauf haben. Ob wir heute was machen können hier. Vollgas voraus, wohin fahren wir denn? Ich würde mal sagen, rechts voran. North Point Station? Ja, genau. Gut, während du fährst, brauchst du noch einen Kilometer. Kann ich euch kurz noch von dem Update was zeigen heute? Ist mir gerade aufgefallen. Zu der Razer GD23. Das Bild ist jetzt wieder gefixt, also es ist wieder das gescheite Bild drin. Nicht mehr das komische kleine Ding da. Das haben sie heute auch noch gefixt. Gibt's auch an den Update-News von gestern, weil das oder von vorgestern. Wie auch das Video rauskommen möge. So. Ist da was los gewesen? Ja, 12-24. Also es waren einige Sachen unterwegs, also Sandy-mäßig. 12, kann man ja, schön. Gut, es war schon mal einfach mal durch bis zum Warpgate. Und machen alle Stationen da durch in der Aufnahme. Wenn wir es durchkriegen. Wenn wir es schaffen, ja. Ja. Und es wird demnächst auch ein Community-Livestream wieder geben. Also für Planet Zeit 2. Wenn du dabei sein, du bist bestimmt dabei. Ja. Ich hoffe auch viele von Orif. Ja, wahrscheinlich. Dann können wir alle mal wieder zusammen spielen. Aber wird es auch wieder Videos dafür zu geben. Wie es zu allen möglichen Videos gibt. Ich habe jetzt endlich mal wieder, also noch nicht so viel, aber ein bisschen mehr Zeit, weil das Lernen auch gut klappt. Kann ich jetzt aber ein bisschen mehr spielen. Und wir können mal zusammen, was können wir, wie heißt es, Team Fortress mal zusammen spielen wieder. Ja. Das geht aber auch mal wieder. Sag mal, kannst du ja mal auch ein kleines Set-Anzug machen oder sowas. Ja, angespielt dann mit rein. Das haben wir zwar schon mal angespielt, aber als Trash-Game, das ist ja nicht so das Gleiche. Das können wir aber sagen. Und ab Dezember wird es dann richtig geil. Dann habe ich noch viel, viel mehr Zeit. Dann habe ich gar keine Prüfung mehr. Ja. Oh, da Panzerminen. Ja, an die Panzerminen. Ja, das ging jetzt nicht so gut. Hast du die nicht gesehen? Nein. Ich habe auch eher auf die Ding gezielt, die Infanterie, wo da vorne gelaufen ist. Habe ich jetzt echt nicht gesehen. Ja, komm, dann laufen wir da, machen wir die Brücke sauber. Und holen erstmal C. Würde ich sagen. Was soll ich? Soll ich, Harazer oder Ding, Bulldog? Sandy. Ne, hol Harazer, sind wir schneller rüben. Dann capture mir ja den Punkt an, damit sie hier nicht mehr rankommen. Wo sitzt der Affe? Keiner da? Bei C? Auch gut, dann kann ich es ja ohne Probleme annehmen. Weil sonst können wir nicht capturen, weißt du? So, da sind wir. Ich bin gerade hochgesprungen. Aufs Dach? Nein, hier. Hinter dir. Eraser. Ah ja, da. Gut. Dann waschen wir jetzt geschwind durch. Fahrst am besten durchs Flussbett, durch das Gefrorene. Und... Musste da reinlaufen. Ja, das war jetzt halt nicht so pornös. Fast durchs Ding durchs Flussbett und dann sofort zu A und dann capture mir das an. Ja. Dann können sie uns hier gar nichts mehr. Aber am besten, ja, war jetzt schon über die Berge wegen der Panzerminen, weil die. Ich weiß nicht, ob da noch welche liegen. Ich sehe ja keine. Wenn wir jetzt wieder einen Abflug machen, ist es ganz, ganz doof. Ja, ich werde. Jetzt werde ich aufpassen auf jeden Fall. Oh. Da, schieß halt. Ah, oh, Kill Assist. Ich bin rausgegangen. Und ich dachte, es fliegt runter. Ich bin jetzt oben drauf. Oh, der Panzer brennt. Nein, ja, der andere. Schauen, was ich tun. Warte mal, ich setze Spawn Beacon aufs Ding, da kannst du direkt an das Brücke spawnen dann. Achso, du lebst ja noch. Ich lebe noch, aber Panzer ist neben mir. Wo? Wo? Ah, da vorne ist schon aus der Brücke raus.
Aber könntest du vielleicht schaffen. Ja, nö, jetzt ist er auch down. Ich wollte mir jetzt so schön C4 auf den Arsch pappen. Dann müssen wir jetzt halt laufen. Das ist auch gut. Tut gut. Ja. Gegen das Raucherbein. Vorsicht, Sandy. Ich verdrück mich mal wieder in die Wolken. Dann. Oh fuck. Oder auch nicht. Wie gesagt, Spawnbeacon ist direkt auf dem Dach, wenn du eine Schwere oder sowas ziehen willst. Oder ja, ich habe Panzermin in die Mitte gelegt. Auch gut. So, und ich umgehe die mal von der Seite. Beschäftig die mal. Ich damage ihn auch an. Gut. Ja, er brennt schon. Er qualmt. Oh ja, qualmt, genau. Aber wenn er jetzt mal stehen bleiben würde, würde ich ihn auch mit C4 knacken. Aber er tut mir nicht den Gefallen. Warum nicht? Du hast doch eh keine Chance. Scheiße. Sitze ich hier oben wie auf dem Präsentierteller? Ja, da müssen welche Infanterie noch rumstehen. Schaust du mal, oder? Ne, hier ist nichts mehr. Hier ist noch einer von uns mit einem Mana-Geschützturm, aber ja. Infanterie von ihnen ist leer. Dann stelle ich mein Geschütz normal gleich wieder auf. Aber ich glaube, die haben jetzt auch die Kürbisse rausgefixt mit dem Update. Ja, die haben die ganzen Dinge rausgenommen, die Event-Missionen. Ah, gut. Und, aber die Dinge kannst du behalten. Die hast du die Bildchen. Masken. Die Masken und so. Ja, habe ich mir jetzt ja auch einen noch gekauft zum Schluss. Also du hast, glaube ich, noch ein, zwei Tage Zeit. Bis zum 21 kannst du noch deine letzten Kürbisse ausgeben. Ich hätte noch vier Kürbisse gebraucht, hätte ich mir eine Maske holen können. Hätte ich meine 200 Herz bekommen, aber naja. Nee. Schade, schade. So. Oh, jetzt steht er hinter mir und jagt mir eine Rakete. Was für ein Noob bist du denn? Weißt du, direkt. Ich habe meine Panzermin schon ausgegeben. Direkt hinter mir und jagt mir einen Raketenwerfer rein. Also, ich glaube, ich spinne. Oh, mein eigener. Hat dich getötet? Oder? Ich habe fast einen eigenen getötet. Schon wieder. Das wäre ja heute zur Gewohnheit bei dir. Thunderer Killer ist. Da oben ist er. Der ist noch oben, beschießt uns. Nimmst du deine Spawnleuchte mal ein bisschen weiter vor? Moment, da ist erst halb. Ich würde sie gern weiter vor, aber die ist erst halb. Sobald ich sie machen kann. Aber ein Sandy steht direkt auf der Brücke. Okay, ja, das ist gut. Dann kommst du auch gleich dahin. Falls du sterben solltest. So, du Arsch, jetzt bist du weg. Oh ne, ich komme nicht rein, ich bin Ingie. Alleine komme ich nicht rein, das ist mein Problem. Da unten steht direkt am Haupteingang steht ein Sandy. Echt, das ist mein Problem. Du, 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 du. Mann, der halt. Oh, der hat richtig fett. 2C4 hey, und. Der hat Kompositpanzerung drauf. Der hat 2C4 geschluckt gerade. Ich habe keine Antipan. Oh, jetzt ist er weg. So, jetzt, also war das deiner? Dein Verdienst? Nö, leider nicht. So, wo sind wir denn? Ich habe die C4 reingebracht. Achso, wir haben ja schon. Ah, die Zeit läuft ja schon. Gehen wir Richtung Generator? Jupp. Ich komme von da hinten. Also, ich bin ja leichte mal wieder, wie immer. Ich komme über den Hang. Wir haben 65er weggeholt. Alien irgendwas. Ich würde sagen, pass innen mal ein bisschen auf, da würden welche reinstimmen. Ah, gleich, ich hätte es fast geschafft und dann kommt der Level 100 da. Oh, renn, Typi, renn, mein eigener. Ups, tut mir leid. Da ist meine Haftgranate reingelaufen. Ja, ich hab noch explodieren sehen. Da steht so ein Typ, geht an den Generator rein, ich werf die Granate, will werfen und der stellt sich genau in die Bahn rein. Ich hab glaube noch explodieren sehen. Ja. Ja, Pech gehabt, also bitte, hätte man ja daran denken können, dass man dann eine Haftgranate reinwirft. Ich finde, da auf einmal so viele drin waren, da muss man doch irgendwie mal was dagegen machen. Rücksicht auf andere nehmen. Eben. Jetzt kriegst du die Punkte. Du Lacker. Ich pass mal auf und ich habe ja auch Rosin gesagt, dass da welche reinkommen, also. Ja, gut, du hast mich gewarnt, das stimmt. Hinten unten kommt einer durch den Gang. Nein, lass mich in Ruhe, Mensch. Danke, irgendjemand hat mich gerettet.